Ein großer Christbaum mitten in Vösendorf und ein tolles vorweihnachtliches Programm erwartet in den nächsten Wochen die Vösendorfer Gemeinde. Mit diesem Weihnachtsbaum wünsche ich der Bevölkerung von Vösendorf alles Gute, besinnliche Weihnachten und natürlich auch dann schon ein gutes neues Jahr 2013. Traditionell beginnt die Vorweihnachtszeit mit der Eröffnung des Adventmarktes und des Adventzaubers in Vösendorf, mit der Übergabe des Christbaumes aus unserer Partnergemeinde Kindberg. Und ich glaube, Kindberg hat sich diesmal übertroffen. So einen schönen Baum haben wir noch nie bekommen. Lass uns dieser Baum auch ein Zeichen sein unseres Glaubens, ein Zeichen unserer Berufung aller. Das ist immer für mich ein besonderer Augenblick, diese Christbaumsegnung. Und ich habe den Baum vom Vorjahr noch gut in Erinnerung, auch was ich gesagt habe. Und das hat sich wunderbar an die Form dieses Baumes angeknüpft. Was wünschen Sie den Vösendorfern und Vösendorferinnen zur Weihnachtszeit? Dass wir den schönen Baum oft anschauen und sie als Symbol für ihr Leben geltend machen. Vösendorf ist bekannt für den Adventmarkt, der von unserem Kulturverein schon über 20 Jahre veranstaltet wird. Wir haben im Jahr 1997 das Schloss renoviert, seitdem ist der Adventmarkt im Schloss drinnen. Und es war eigentlich so, dass die Nachfrage viel zu groß war. Und so haben wir uns entschlossen, vor 3 Jahren über den Adventmarkt von der Gemeinde organisiert, den Adventzauber drüber zu stülpen und die Wochenenden von 2 auf 4 auszudehnen. Ich spüre, wo die Kerzen und Kerzen anzünd. Komm, Beute, in mir Weihnachtssein. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, auch also im Vergleich zum vergangenen Jahr, ist die Anordnung der Standeln heuer ein bisschen anders. Warum habt ihr das gemacht? Mir gefällt diese Anordnung sehr gut. Ich glaube, wir haben eine Art Ortsmitte geschaffen mit dieser Anordnung und ich glaube, es wird zum Erfolg beitragen. Zum Schwerpunkt für die Jugendlichen und Kinder möchte ich eben sagen, dass wir ein breites Angebot haben. Wir haben ein Kinderkarussell, wir haben jeden Sonntag Kinderzaubern, wir haben, wie schon gesagt, am dritten Wochenende den Elternverein, der für die Kinder viel tut. Wir haben Streichelzoo, es kommt ein Rentier und ich würde alle Eltern ersuchen, auf unsere Gemeinde-Homepage hinzuschauen, wo also für jedes Wochenende spezielle Veranstaltungen sind und ich würde jeden bitten, mit der Familie herzukommen.